Hallöchen Leute und willkommen zu Production IG in unter 2 Minuten. Production IG heute bedeutet also eine ziemlich actiongeladene Folge, oder? Okay, nicht unbedingt. Aber mehr nach dem Intro. Production IG ist ein japanisches Animationsstudio, wurde 1987 in Tokio gegründet. Mann, schon wieder so ein altes Anime-Studio. Fun Fact: Production IG wird immer mit Action-Serien verknüpft. Aber auch gute Comedy- oder Romance-Drama kommen eben von Production IG. Naja, und Lafina. Trotz vieler Comedy- und Romance-Drama ist Production IG aber nun mal für Action bekannt, vor allem eben für Ghost in the Shell. Aber auch so Perlen wie Psychopass oder Kuroko no Basket kommen eben von Production IG. Fun Fact: Liegt das nur an mir oder erinnert euch dieses Production IG Logo irgendwie an Gurren Lagann? Wie auch viele andere Studios hat Production IG natürlich auch an Fremdanimes mitproduziert. So zum Beispiel bei Furikuri, also Manga Daio und sogar bei Neon Genesis Evangelion. Der erste Anime von Production IG war übrigens ein Anime namens Akuma-kun aus dem Jahre 1988. Eine Geister-Fantasy-Geschichte, die irgendwie so ein bisschen in das Christentum angelegt war. Oder so ähnlich, ich habe die Story nicht ganz verstanden. Fun Fact: Production IG hat auch für Games animiert. So wurden zum Beispiel Cutscenes und Ingame-Animationen für, Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf und Wario World gemacht. Das war Production IG in unter 2 Minuten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nein, dann lasst doch gerne wie immer Themenvorschläge oder Kritik natürlich auch sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren da. Hier unten gibt es meine Social Media und auf dieser Seite gibt es noch andere Videos. Abonnieren könnt ihr mich auch hier irgendwo oder einfach mal unten in der Videobeschreibung. Alle Links natürlich genauso. Wenn ihr auf dem Handy noch da seid, klickt oben auf das kleine i. Da gibt es auch noch ein paar Videos. Ansonsten will ich auch mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, liebe Freunde. Und tschö, tschö.